Ja, also nur mal ein recht herzliches Dankeschön. Wie zieht das an, wenn es losgeht? Ja, man ist schon ein bisschen aufgeregt. Nicht nur, weil es so warm ist, sondern man ist einfach ein bisschen aufgeregt. Ja. Ist es zu heiß schon für diese Maschine heute? Nein, nee. Ich denke nicht, weil die Abgastemperatur liegt bei 750 Grad irgendwo und da sind wir noch lange nicht dran. 11 Kilo das Schatzilein? Ja, ja. Schatzilein wiegt etwa 11 Kilogramm, getankt mit Kerosin 2 Liter und hat einen Schub, eine Schubkraft von etwa 15,5 Kilogramm. Das heißt, sie geht doch ganz schön schnell ab, wenn man will. Und ist laut? Ist laut, wie es sich für eine Turbine gehört. Ja. Wie kannst du da leiden, ja, als Kind konnte man sich den Traum nicht so erfüllen. Mal mit einem Koaxial-Heli angefangen, andere Helis. Und seit 2012 kommen dann motorbetriebene Modelle und jetzt die letzten zwei Jahre Jetmodelle auch dazu. So, jetzt geht die an den Start. Es kann sein, dass wir die gar nicht sehen und nur hören. Das liegt an dem Kameramann. Wenn er schnell noch hinterher schwenkt, dann werden sie die doch wirklich sehen. Wie schnell muss er denn schwenken? Nein, ich fliege ja nur ein- oder zweimal Spitzengeschwindigkeit, weil sonst würde der Tank bis 2 Minuten Flugzeit für 2 Minuten Flugzeug reichen. Und, wie hoch ist die Spitzengeschwindigkeit? Etwa bis 450 km/h. Wir kommen heute hier vielleicht auf 300, weil dieser Flugkorridor nicht mehr hergibt von 300 Metern. Okay. Und ich habe mal gehört, das zu steuern ist schwieriger, als selber im Flugzeug zu sitzen und zu steuern. Ja, da hat man im Flugzeug selber, das ist wie beim Formel 1 wahrscheinlich, da hat man einen Popometer, man hat doch das Gefühl, wenn man aufsitzt, ob man gerade ist und man kann... Popometer nennt man das. Ja, man sitzt nicht im Modell. Das kam mal vom Schumacher, der hat das mal in seinem Ferrari so dargestellt und so kann man das eigentlich auch vergleichen. Ich bin nämlich neulich erst mit einer Maschine mitgeflogen und kann das bestätigen. Dann viel Spaß. Ja, danke. Spannweite hat das Modell? 1,70 Meter plus 10 cm die Tipptanks, also 1,80 Meter. 1,80 Meter Spannweite, Spitzengeschwindigkeit kann an die 450 km/h, ne? Bis 450 km/h, 428 war bisher aber ehrlicherweise das meiste, was ich hatte. So, dann gucken wir uns mal an. Er wird uns hier zwei schöne Überflüge wird er uns hier zeigen. Unser Bernd. Die Frage steht einfach, warum habt ihr jetzt hinten ausgemacht? Oder? Die Kabine hat dann gesagt, wir lassen nur auf Leerlauf und gehen. Was heißt, wie sagt das? Ich muss jetzt mal so sehen, ich weiß es, aber das Publikum weiß nicht, was sagt das. Die Kabine hat den Steuergerät drin und die Kabine sagt dann einfach mal, das haben wir jetzt nicht. Mit Kerosin. Verschiedene Turbinen können natürlich mit verschiedenen Treibstoffen gebaut werden. Wir haben hier die Möglichkeit, neben Kerosin bei bestimmten Herstellern auch Diesel als Treibstoff zu verwenden oder auch Petroleum. So, jetzt mal super Überflug. Da oben eine Rolle, schöner Absprung. Da bist du ja.
Modell, Drehstellen, Anstecken, Abfangen und schön durchleiten lassen. Wunderbar! Wie man das dann hat, Leuchtung in das Modell mit installiert, um auch. Ja, was ein Testpilot ist, der hat nicht nur ein Modell und eine Turbine und ein paar Servos drin. Natürlich ist Bernd auch unser Technikbegeisterter, der hier einiges an Technik eingebaut hat, sodass er vom Modell sämtliche Daten, Flugdaten, Menge, wie viel er noch im Tank hat, im Blick hat. Wir sprechen hier von der sogenannten Telemetrie, die im Modell vorhanden ist. Dadurch hat er Zugriff von seinem Sender aus auf die entsprechenden Akkuspannungen, das heißt Akkuspannungen für die Turbine, auch für die Empfängerstromversorgung. Er hat einen Durchflusssensor eingebaut. Dieser misst den Treibstoffverbrauch im Modell. Somit weiß er auch, wie viel das er noch im Tank hat. Er hat zwei GPS-Sensoren drinnen. Damit kann er sich einen vorgesteckten Korridor vorprogrammieren. Und sein Sender, den er in der Hand hat, warnt ihn dann, wenn er aus diesem Korridor rausfliegt. Also hier eine Menge Technik verbaut, die natürlich auch für äußerste Sicherheit sorgt. Ja. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Turbinenabsteller. Ja, aber Sie sehen, der Bernd ist routiniert. Der bringt das hin. Applaus! Super! Klasse, Bernd! Also, noch einmal einen tobenden Applaus für die Vorführung von Bernd, bitte.